So, wir haben jetzt unsere, ja, die große Tochter, die Asra, dort gelassen, beziehungsweise sie wollte gar nicht mehr. So, darf ich hier bleiben? Erst hat sie so eine deprimierende Laune gehabt, so, was soll ich jetzt hier? Oh nee, scheiße. Obwohl sie es die ganze Zeit eigentlich wollte, ja, gell? Ja, sie genau. So, ich kann nicht einschlafen, ich möchte unbedingt jetzt in die Schule. Und dann war sie in der Klasse und zack, in 10 Minuten hat sie sich schon eingewöhnt. Ja, die Kinder haben sie dann sofort, gab es eine Führung von den Kindern für sie durch die Waldorfschule. Und die sind schon gemeinsam am Essen. Jetzt gehen sie schon gleich am ersten Tag schon Bäume einpflanzen. Da ist der Haupteingang. So, also wir sind gerade am Eingang von der Waldorfschule und standardgemäß wird halt hier das Fieber gemessen im Eingangsbereich. Wir müssen unsere Masken aufsetzen, während wir reinlaufen. Wie es drinnen sein wird, weiß ich noch nicht. Wir sind gespannt und das Areal ist einfach der Hammer. Also hey. Ich mache natürlich noch sehr, sehr viele Videos über die Waldorfschule mit meiner Frau zusammen und über den Kindergarten, über die Schule. Und hört ihr mich bestimmt so besser, oder? Also ich bin mega glücklich, dass die Kinder die nächsten 10 Wochen hier in die Schule gehen dürfen. Und schaut mal nur hinten dran, was da los ist. Guck mal, wie schön das alles hier. Also ich kann mich an den Zaun echt nicht erinnern, aber die Schule ist mega. Also, naja, ist riesig. Ein riesiges Areal. Und wir sind richtig happy. Ja, ich laufe mal jetzt einfach mal mit der Kamera. Schaut euch mal das Ganze hier an. So sieht das Ganze hier aus. Ich habe noch keine Ahnung, wo hier die Grundschule ist. Wo eigentlich überhaupt irgendetwas ist, aber ich laufe einfach mal entlang und wir nehmen das Ganze mal auf. So, hier, die Security sucht mich schon. Ich laufe einfach mal vorbei. Und ich mache mal, das hier das Rektorat anscheinend, ja. Wir kommen zur Vorsprechung. Nein, wir sind nicht verurteilt. Also ich mache mir jetzt mal die Kamera vorerst mal aus. Und wie gesagt, ihr kriegt noch sehr, sehr viele Videos über die Waldorfschule und wie es natürlich auch den Kindern gefällt und ob sie sich hier wohlfühlen. Das ist ja immer so eine sehr, sehr wichtige Sache. Wir haben eine Eingewöhnung von 2 Wochen und danach, wie gesagt, wenn alles gut verläuft, dürfen sie dann die nächsten weiteren 8 Wochen zur Schule gehen und total sind es dann 10 Wochen. Stimmt's? Stimmt, gut gesagt. So, bis gleich. Okay, das muss ich gerade hier aufnehmen. Das ist ja die dritte und vierte Klasse, war das? Nur die dritte Klasse gezaubert, das ist einfach wow. Hammer. Das ist halt typisch, weil die Kreativität. Wunderschön. Das ist der Technikraum, ja. Aber wie gesagt, ich mache noch ein ausführliches Video. Das ist jetzt echt nur eine ganz kurze Einführung. Das ist der Musikraum. Das ist der Musikraum, ja. Klassische türkische Instrumente natürlich. Der Musiklehrer ist aus Istanbul, spielt traditionelle Instrumente. Ja, nicht alle sind hier natürlich aufgelistet gerade, weil auch kein Unterricht stattfindet. Okay, das ist hier der... Ja, genau. Selbsterklärend, hier machen sie Tonfiguren
und bildende Kunst. Das ist der Außenbereich für den Kindergarten. Ja? Und das ist das Gebäude vom Kindergarten. Genau. Ein separates Gebäude. Und hier ist die Schule. So, wir haben jetzt unsere, ja, die große Tochter, die Asra, dort gelassen, beziehungsweise sie wollte gar nicht mehr. So, darf ich hier bleiben? Erst hat sie so eine deprimierende Laune gehabt, so, was soll ich jetzt hier? Oh nee, scheiße. Obwohl sie es die ganze Zeit eigentlich wollte, ja, gell? Ja, sie genau. So, ich kann nicht einschlafen, ich möchte unbedingt jetzt in die Schule. Und dann war sie in der Klasse und zack, in 10 Minuten hat sie sich schon eingewöhnt. Ja, die Kinder haben sie dann sofort, gab es eine Führung von den Kindern für sie durch die Waldorfschule. Und die sind schon gemeinsam am Essen. Jetzt gehen sie schon gleich am ersten Tag schon Bäume einpflanzen. Ja. Und ja, wie gesagt, also ich wollte sie gerade rausholen. Ich so, hey Asra, wie sieht's aus? Sollen wir jetzt langsam raus? Reicht das? Die so, darf ich bitte noch ein bisschen bleiben? Das ist so toll hier. Ich so, echt? Ja. Ich war ein bisschen verwundert. Also ich habe es eigentlich auch erwartet, aber dass es so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Genau. Die Schule hat bis 16.30 Uhr geöffnet. 16.20 Uhr. 16.20 Uhr, genau, danke. Wir lassen jetzt die Asra so. Sie rufen uns an. Bis 16.20 Uhr, dann müssen wir sie draußen abholen. Ja, aber ich denke, heute der erste Tag wird so vielleicht 1-2 Stunden. Später werden sie uns anrufen und sagen, es ist ja die Eingewöhnungszeit. Schauen wir mal. Ja. Okay, also bis dann. Und wir frühstücken gerade. Ja, wir frühstücken. Wir haben jetzt hier gerade, sind überall Orangenhaine und Zitronenhaine. Wir haben jetzt gerade unser Frühstück gepflückt, ja, und essen jetzt Orangen. Richtig lecker, also wir sind versorgt.